ich habe mich aufgemacht, um ein Stück der heutigen Türkei kennenzulernen. Ausgesucht habe ich mir eine der schönsten Landschaften der Türkei, Kappadokien. Mit dem Überlandbus ging es ca. 300 Kilometer in Richtung Südosten, über die Anatolische Hochebene. Ein sehr fruchtbarer Landstrich, der vor allem von der Landwirtschaft lebt. Heute gibt es komfortable Straßen, aber bereits im Altertum gab es große Handelswege. Als Land zwischen dem Orient und Okzident führte die Seidenstraße durch Anatolien und es gab große Karawanserreihen, jeweils im Abstand eines Tagesmarsches. Ich besuchte Açıkara Han. Dies ist eine der größten Karawanserreihen an der Seidenstraße, etwa 13 Kilometer nordöstlich von Aksaray, an der Landstraße nach Nevşehir. Açıkara Han wurde von den Seldschuken unter Aladin Kaykubat und Sultan Gaysedin Keşiref von 1231 bis 1237 erbaut. Schon damals hatten die Herrscher erkannt, dass florierender Handel Reichtum ins Land bringt. Die Karawanen durften bis zu 2 Nächte kostenlos in der Karawanserei bleiben. Abends wurden die Tore geschlossen und innerhalb der dicken, hohen Steinmauern war man vor Räubern und sonstigem Gesindel geschützt. Ich war wirklich beeindruckt von der Größe und Schönheit dieses imposanten Bauwerks. Und die Haupthalle mit den seitlichen Gewölben erinnerte mich an einen Dom. Es fanden Renovierungsarbeiten statt, was zeigt, dass die Türkei ihr geschichtliches Erbe nicht vergisst. Der erste Eindruck von Kappadokien ist überwältigend. Felssäulen und eine von Wind und Wetter einmalig geformte Landschaft, wohin auch der Blick geht. Ständig tauchen neue Felsformationen und Landschaftsbilder auf. Der Ursprung ist vulkanisch. Schon vor vielen tausend Jahren erloschene Vulkane haben Asche und Tuff ausgeworfen, welche sich ablagerte und ständig neue Schichten mit verschiedener Festigkeit bildete. Durch Wasser und Wind wurde der weiche Tuff dann relativ schnell abgetragen. Und wenn eine weiche Schicht von einer härteren überlagert war, bildeten sich die für Kappadokien typischen Felskegel, auch Feenkamine genannt. Gleich am ersten Abend unternahm ich noch eine kurze Wanderung rund um den Berg bei Irgüp. Dieser wird wegen der steilen Hänge, worin die Menschen ihre Behausungen hineinbauten, auch als Burg bezeichnet. Schön sieht man die verschiedenen Ablagerungsschichten und teilweise hat die Natur sich selbst neu erschaffen. Dieser Felsen erinnerte mich an eine Katze. Der Blick in Richtung Rose Valley. Ein Feenkamin, der zu einem Wohnhaus umgebaut wurde. Und ein modernes Haus eines reichen Türken, die es zunehmend hier gibt. Am nächsten Morgen war unser erstes Ziel das Different Valley, ein Meer von sanften Bogen und Wellen aus Stein.
Auf der anderen Seite des Berghanges taucht man in eine wunderbare Märchenlandschaft von Feenkaminen ein. Ich hätte mich hier nicht gewundert, wenn plötzlich anmutige Feen oder verzauberte Sagengestalten aufgetaucht wären. Auch wenn diese nicht kamen, so faszinierte doch die Schnecke aus Stein. Weiter ging es zum Paschabagi-Tal. Es beherbergt die höchsten und schönsten Feenkaminen. Einige von ihnen wurden schon vor Jahrhunderten ausgehöhlt und fanden Verwendung als Mönchszellen, Kapellen und Wohnungen. Auch die Türken selber entdeckten zunehmend die Schönheit ihres Landes. So gab es auch viele türkische Touristen hier. Fuhren wir entlang des Love Valleys, wie es heute umgangssprachlich genannt wird. Die Felsentürme haben wohl die Fantasie von manchen Menschen etwas stark angeregt. Aber trotz allem ist es eine faszinierende Landschaft. Und es bleibt so schön. Genießen Sie mit mir die Sicht auf das Rose Valley. Ganz im Hintergrund, die markante Felsenburg ist Uçhisar. Dies soll unser nächstes Ziel sein. Trotz dem Tourismus ist die Landwirtschaft noch immer eine wichtige Einkommensquelle für die Menschen hier. Uçhisar ist die zweite Felsenburg in Kappadokien. Hier sehen wir, wie eine solche Felsenwohnung ausgesehen hat. Im Felsen selber geht ein Gang hoch und über eine Treppe kommt man dann auf den Felsen und hat von oben eine wunderbare Sicht über das Umland. Der Blick zurück auf das Liebestal. Ein Feenkamin, worin früher Menschen gewohnt haben. Zuletzt noch ein Ausblick in das Taubental und den Ort Uçhisar selber. Im Taubental wurden seit alters her in von Menschen in die Felswände gegrabene Taubenställe die Vögel gezüchtet. Den Kot sammelte man als Dünger für die Äcker. Heute werden die Tauben jedoch eher für die Touristen gefüttert. Die dritte und letzte Felsenburg in Kappadokien ist Ortahisar, ein beschaulicher Ort mit vielen Felsenhöhlen in der Umgebung. Diese werden heute vor allem zur Lagerung von Obst und Gemüse genutzt, da im Innern eine konstante Temperatur von ca. 10 Grad Celsius herrscht. Aus der gesamten Türkei werden Zitrusfrüchte, Kartoffeln, Äpfel und Zwiebeln dorthin gebracht, in den Höhlen gelagert und später weiter transportiert. Große Teile der Türkei, aber auch Europa, werden von dort beliefert.
Auf der anderen Seite der Burg befindet sich eine Siedlung griechischer Häuser. Schon seit über 2000 Jahren, seit Alexander dem Großen, wohnten Griechen in Anatolien. Mit der Eroberung von Konstantinopel durch die Osmanen unter Mehmed II. Herrschten diese ab 1453 über die Griechen und die griechisch besiedelten Regionen kamen zunehmend unter osmanische Herrschaft. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs trat Griechenland der Union der Siegermächte bei. Nach dem Ende des Kriegs wurden Teile im Westen der heutigen Türkei unter griechische Herrschaft gestellt. Der Widerstand der türkischen Bevölkerung und zunehmende Partisanenangriffe nützten die Griechen als Vorwand für einen Feldzug, um die teilweise griechisch besiedelten Gebiete und auch Istanbul, das frühere Konstantinopel, zurückzuerobern. Es kam zu schlimmen Gräueltaten auf beiden Seiten. Im August 1922 gelang es General Mustafa Kemal, die griechischen Truppen zu besiegen. In der Folge kam es zu einer umfassenden Vertreibung der Griechen. Sie mussten innerhalb kürzester Zeit Haus und Hof verlassen und konnten oft nur das mitnehmen, was sie tragen konnten. Viele Häuser wurden einfach von den Türken übernommen. Nachdem aber der Hügel von Ortahisar schon komplett durchlöchert wurde und die Häuser dadurch auf unsicherem Grund stehen, wurden diese wohl nicht mehr besiedelt. Begleiten Sie mich bei meiner Wanderung in der Abendsonne durch die Häuserruinen. Am nächsten Morgen brach ich auf zu einer Wanderung durch eines der Täler bei Göreme. Ein kleiner Wasserlauf hat eine einzigartige Landschaft geschaffen. Lassen auch Sie sich von dieser Zauberwelt faszinieren. Eine weitere Wanderung nachmittags führte von Uçhisar nach Göreme. Man kann sich kaum satt sehen und ist immer wieder überrascht von der Formenvielfalt der Natur.
Schauen Sie einmal genau hin. Ist das nicht eine versteinerte Schildkröte dort oben auf dem Felsen? Göreme ist das Touristenzentrum von Kappadokien mit entsprechenden Geschäften. Neben Schmuck gibt es vor allem Teppiche, die nach wie vor von Hand geknüpft werden. Eine sehr zeitaufwendige Arbeit, die oft von den Frauen geleistet wird. Betritt man ein Geschäft, bekommt man sofort einen Tee angeboten und es macht Freude, die verschiedenen Teppiche zu bewundern. Bei Göreme befindet sich ein Tal voller christlicher Kirchen und Kapellen, heute ein Open-Air-Museum. Der Apostel Paulus brachte auf seinen Missionsreisen den neuen christlichen Glauben in das Gebiet der heutigen Türkei. Bereits im ersten Jahrhundert kamen die ersten Siedler, um in der Abgeschiedenheit der kappadokischen Täler die Begegnung mit Gott zu suchen. In das weiche Tuffgestein gruben sie ihre Wohn- und Gebetshöhlen. Es kamen immer mehr Mönche, die sich bald auch schon zu kleinen Gemeinschaften zusammenschlossen. Die ersten Kapellen sind noch recht schlicht, nur mit einem Kreuz in der Apsis. Sie dienten oft auch als normale Versammlungshöhlen. Später wurden die Höhlen aber zunehmend bemalt. Zuerst nur mit orangener Farbe und geometrischen Mustern, da bildliche Menschendarstellungen als Sünde galten. Ab Mitte des 9. Jahrhunderts hatte der Bilderstreit ein Ende und es durften die Heiligen und Christus wieder abgebildet werden. In der Folgezeit wurden die Kirchen innen teilweise mit wunderschönen Bildern von Jesus, Maria und den Heiligen bemalt. Hier sehen wir das Innere der El Mali Kilisee, der Apfelkirche, in der zentralen, mittleren Kuppel Jesus als Weltenherrscher. Fast noch eindrucksvoller ist das Innere der Tokali Kilisee. Die Kirche ist verhältnismäßig groß und durch die wundervollen Malereien, welche spärlich beleuchtet werden, herrscht eine wirklich andächtige Atmosphäre. Sehr eindrucksvoll ist auch die Darstellung der Gottesmutter Maria. Am nächsten Morgen unternahm ich nochmals eine wunderschöne Wanderung. Los ging es an der Hauptstraße Ürgüp-Nefşehir hier, wieder bis nach Göreme. Gleich am Anfang sehen wir einen schönen Taubenschlag in der Felswand. Wieder hat ein kleiner Wasserlauf ein wunderschönes Tal geschaffen, mit Felstürmen
und pittoresken Felswänden. Der Talgrund ist fruchtbar, mit Büschen und Bäumen dicht bewachsen. Teilweise hat sich das Wasser durch die Felsen gegraben und es entstanden Felsbrücken und Tunnel. Majestätisch erheben sich die weißen Felswände gegen den strahlend blauen Himmel. Ein wirkliches Paradies. Und man kann die Einsiedler gut verstehen, welche sich früher hierher zurückzogen. Auch viele Vögel zwitschern in den Bäumen und bemühen sich sichtlich, um mit ihrem Gesang den Vogeldamen zu gefallen. Aber auch die weitere Umgebung von Kappadokien ist sehr interessant. Südlich von Nevşehir, Richtung Ilara, findet man den Nar Lake. Grünlich schimmert das Wasser in einem erloschenen Vulkankrater. Nachdem das Gestein sehr weich ist, haben die Bewohner der Dörfer teilweise unterirdische Städte gegraben, wohin sie bei Gefahr, wie zum Beispiel durch ziehenden Kriegsheeren, flüchten konnten. Bei Kaymakli sind es 8 Stockwerke, welche die Menschen von Hand ausgegraben haben. Es gab Wohnräume, Ställe, Lüftungsschächte und sogar eine Kirche. Um Feinden, die eventuell schon in die Gänge eingedrungen waren, den weiteren Weg zu versperren, gab es sogar große runde Rollsteine, mit denen man den weiteren Zugang versperren konnte. Aufgrund der geringen Rußspuren an den Wänden wurde die Anlage wohl nie oder selten benutzt. Nur die oberen Räume nahm man als Vorratskeller, da hier eine konstante kühle Temperatur herrscht. Weiter ging es nach Güsseljord. Früher hieß der Ort Gelveri und war nur von Griechen bewohnt. Nach der Vertreibung der griechischen Bevölkerung im Jahr 1923 wurden türkische Familien hier umgesiedelt, welche dem Ort den Namen Güsseljord, das heißt schöne Heimat, gaben. Auch hier gibt es sehr eindrucksvolle Höhlenräume. Am markantesten ist jedoch die ehemalige Kirche, welche einfach zu einer Moschee umfunktioniert wurde.
Sogar das Weihwasserbecken ist noch da. Über dem Eingangsportal wurde ein Minarett gebaut. Damit war die Moschee vollständig. Für die Türken ist Mustafa Kemal, der für die Vertreibung der Griechen verantwortlich war, bis heute ein Held. Nun kamen wir zum Ilara-Tal. Die Schlucht wurde in prähistorischer Zeit vom Fluss Melendissu gegraben. Man hat den Eindruck, als hätte jemand mit einer riesigen Axt einfach die Landschaft zerteilt. Am Ende der 15 Kilometer langen Schlucht befindet sich der Ort Selime. Knapp 2500 Menschen wohnen hier. Auf der gegenüberliegenden Seite befinden sich harmonisch geformte Feenkamine. Schon auf früheren Kupferstichen sieht man diese abgebildet. Eine typische türkische Kleinstadt mit landwirtschaftlichem Charakter. Wie in Deutschland vor 50 Jahren gibt es hier noch sehr viel Kleinbauerntum. Am Ende des Tals befinden sich eindrucksvolle Wohnhöhlen, welche in den Felsen geschlagen wurden. Am letzten Tag meines Besuchs in der Türkei war Niğde unser Ziel. Eine Provinzhauptstadt mit 350.000 Einwohnern am Südrand von Kappadokien. Eindrucksvoll ist die Sungurbey-Moschee aus dem 14. Jahrhundert mit wunderschönen hölzernen Eingangstüren. Direkt daneben befindet sich der große Marktplatz. Viele sind der Meinung, in der Türkei ist es immer trocken, heiß und Sonnenschein. Das ist jedoch falsch. Es regnet auch regelmäßig, vor allem in Anatolien. Und einen solchen Tag hatte ich erwischt. Es goss wie aus Kübel. Auch an dem Gemüse und den Früchten auf dem Markt sieht man, dass sie ausreichend Wasser bekommen haben. Ich darf Sie einladen, mit mir den Markt zu besuchen und dort einen Einblick in das normale Leben der heutigen Türkei zu bekommen. Thank you.
Auf der Weiterfahrt begegnete uns noch ein Rudel Kangals. Das sind die anatolischen Hirtenhunde. Diese streunen teilweise halbwild auf den Feldern herum. Es sind große, kräftige Hunde, welche die Herde auch gegen Wölfe verteidigen mussten. Als einsamer Fußgänger oder Radfahrer möchte ich allerdings nicht mit ihnen in Konflikt geraten. Auf der Rückfahrt besuchten wir Soganli, eine wildromantische, einsame Schlucht, ebenfalls mit eindrucksvollen christlichen Felsenkirchen. Vom 9. bis ins 13. Jahrhundert war das Tal von byzantinischen Mönchen besiedelt. Allerdings hat der Zahn der Zeit in den letzten Jahrhunderten sehr an den Bauwerken genagt. Und der Zustand der Kirchen und Malereien ist teilweise sehr schlecht. Beim Betrachten der Malereien wurde mir jedoch klar, dass die Mönche sich hier eine eigene Welt geschaffen haben. Sie lebten hier völlig abgeschieden von der restlichen Welt, waren nur umgeben von farbenprächtigen Bildern biblischer Szenen und Heiligen. Das war für sie die Wirklichkeit, in welcher sie lebten. Und ich habe mich gefragt, schaffen wir uns nicht oft auch eine eigene Wirklichkeit, allein durch das, was wir lesen und für welche Informationen wir uns interessieren? Wir sollten uns bewusst werden, dass andere Menschen die Welt anders erleben, respektieren, dass sie anders fühlen und leben. Auch ich durfte hier in der Türkei ein wunderschönes Land erleben. Und trotz der anderen Kultur hat der Besuch mein Leben sehr bereichert. Anschließend besuchten wir noch Mustafa Pasa, ebenfalls früher ein komplett griechisches Dorf. Wie bereits dargestellt, wurde das Nebeneinander der Kulturen aufgrund nationaler Interessen zerstört und die griechische Bevölkerung vertrieben. So sollten uns solche Orte vielleicht eine Mahnung sein, in Deutschland den Dialog zwischen der deutschen und türkischen Kultur zu suchen und den anderen nicht abzulehnen. Nur weil man dessen Kultur und Religion nicht kennt. Im Dialog können wir den anderen kennen und schätzen lernen. Frühmorgens kann es sein, dass sie von einem lauten Zischen aufwachen. Wenn sie dann zum Fenster hinausschauen, sehen sie viele Heißluftballone.
In den letzten Jahren haben sich solche Ballonflüge zum absoluten Touristen-Highlight entwickelt. Und an Tagen mit guter Witterung steigen bis zu 100 Ballone am frühen Morgen in den Himmel auf. Jeder besetzt mit 20 Personen. Auch ich möchte Sie zum Schluss meines Films zu einem Ballonflug einladen. Es ist wirklich ein einmaliges Erlebnis, über diese wunderschöne Landschaft zu fliegen, diese einzigartige Welt von oben im frühen Morgenlicht zu genießen. Fliegen Sie mit mir! Unser Flug geht über das Love Valley und so können wir dieses schöne Tal noch einmal aus einer anderen Perspektive bewundern. Thank you.
Ich hoffe, Ihnen hat meine Reise in die Türkei gefallen und würde mich freuen, wenn Sie dieses Land in Zukunft vielleicht mit anderen Augen anschauen. Okay, finish. Thank you very much. Thank you. One person.